Was geht man aus, die Fighter Hosiri, und heute mit der neuen Dokanau Volume 3 Episode. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video. Es ist früh am Morgen, ich bin aber sehr drauf gespannt, beziehungsweise, falls ihr es schon die letzten Tage mitbekommen habt, wir wissen schon mehr oder weniger, was uns in der heutigen Dokanau Episode erwartet, nämlich Global wird auch die Dragon Ball Heroes Charaktere bekommen, die Super Saiyan Vegito, Broly, Bardock, Gohan, Dabra und Toa. Das wissen wir, weil die News-Videos von einigen Dokkan-YouTubern in den letzten Tagen ein Copyright bekommen haben von Bandai Namco selbst. Grund dafür war, dass die Videos Inhalt von der Dokkan Now Volume 3 Episode beispielsweise auf Französisch beinhaltet hatten. Und dies wiederum war die Bestätigung für uns dann, okay, Global wird ebenso die Dragon Ball Heroes Campaign bekommen. Ich bin dennoch darauf gespannt, die Folge jetzt mit euch anzuschauen, die Dokkanau-Folge. Ich werde euch Timestamps setzen, damit ihr dort auf die jeweiligen News hinspringen könnt. Ansonsten, wenn euch das Ganze im Endeffekt gefällt, Freunde, gerne ein Like lassen. Falls ihr neu da seid und das Ganze unterstützen mögt, auch gerne ein Abo da lassen. Dann würde ich sagen, legen wir jetzt los. Achso, Freunde, das Video ist online. Let's go. Lasst mich am Ende dann auf jeden Fall wissen, was ihr davon haltet. Bin mal doch gespannt, wegen der Animation und so fort, bis zu den Details der Charaktere. Hallo, Saryu, Anihaseo, Nihao. Sekai no Minasan, konnichiwa. Dragon Ball Z, Dokkan Battle, Kaigaiban Producer no Shou desu. Minasan, o hitashiburi desu. Zenkai no Zensegai Campaign ji ni hōsou shita Dokkan no Special wo goran itadaki, arigatou gozaimashita. Eigo de saigo made yoku ganbatta, Shou no egao wo mamoritai to itta atatakai komento wo itadaki, taihen ureshikatta desu. 今回は日本語での進行となりますが、英語もまだまだ絶賛勉強中なので、またいつか皆さんに成長を見せできるように頑張りたいと思います。また、ドッカンナースペシャルへの感想やゲーム内キャンペーンに関するコメントもたくさんいただき、ありがとうございました。リンクです。オリジナルビデオスに紹介をさせてほしいなど、様々なコメントをいただき、More より皆さんに楽しんでいただけるように、スーパードラゴンボールヒーローズです。おお、びっくり。これからも運営チーム一丸となり、より皆さんに楽しんでいただけるように、開発を進めてまいります。よろしくお願いいたします。ゲナウ、yes, international version. So, Super Dragon Ball Heroes です。おお、びっくり。This was the Super Dragon Ball Heroes. Koraboキャンペーンについてご紹介させていただきます。Super Dragon Ball Heroes というと、日本で大人気のデジタルカードゲームですが、ついにアジア各地のゲームセンターでも遊んでいただけるようになりました。この2020年より台湾、香港、中国本土で順次稼働しておりますので、これらの地域にいらっしゃる方はぜひ実際にカードを動かして遊んでみてください。 そんなスーパードラゴンボールヒーローズから、クラスロイテ、この6体がコラボ画所に登場します。こちらです。バーム、ディア、オッケー、ナイス。ああ、ディアートワークス、ヘフティ。めちゃかっこいいですよね。ディアートワークス、ネイシガン。レッツオール、コム、ディア、ボール、インフォスのタイトルズを、オンダラク、ディエスアニマーション。エイ、レッツゴー、フロンデ。コラボイベントについてのご紹介から、オッケー、コラボレーション、イベント、レッツゴー。まずはこちら、チャレンジイベント。 歴史を守れ、チャレンジイベント。こちらはインフィニットドラゴンヒストリーやドラゴンボールのコンテンツを活用して、クリアを目指して。ゲイン、8ファース。え、イシビンダバイ。ベンドデマール。変身やアクティブスキルを存分に活用してクリアを目指して。ゲイン、ファイトビシマン。また、ノアコンテンツ。ミッションは全て達成すると。 合計25個の流石が、バブコン25サンチストーンズマンアニメーションショー。スタミナは、アルテガイル。済んだラウンドまでのミッションが入手できるので、皆さん、ぜひチャレンジしてみてください。オッケー、ギフェクト、ギフェクト、ミセツ。続いては、暗黒帝国編とは、歴史の異変を修正すべく結成されたタイムパトロールが。 暗黒ドラゴンボールを求め、暗黒帝国と激闘するストーリーとなっており、今回はそのストーリーの一部を再現したイベントとなっております。この特別編イベントでは、仲間にする。ああ、だ、セグル。同じく本イベントで入手できる。Hey, oh my god! Super Dragon Ball Heroes World Mission habe ich auf dem Kanal gelesen, Freunde, falls das immer schon einfach rein.
Super Dragon Ball Heroes oder Dragon Ball Heroes an sich? Ja, Mann, die bekommen auch Awakens! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! マジンダーブラゼノやマジントアも独眼覚醒することができます。カテゴリーは、ドロップ確率がアップし、報酬をより多くゲットできる。ドロップ確率がアップし、報酬をより多くゲットできる。Okay, Dragon Ball Heroes Cartoon Charaktere nimmt man, um die Drop Rate zu erhöhen in diesem Story Event, beziehungsweise Special Event. 今回のコラボキャンペーンでは、独眼バトルでおなじみの超級ドカンイベント、wir bekommen neues Dokument.Das erste Dokkan Event von der Dragon Ball Heroes Collaboration gefällt mir. Transcendent Fusion of the Unknown. Oh. Ey, wie geil, Alter! Ich bin gerade gehypt. Oh, das sieht so cool aus! Alter, Super Saiyan 4 Vegito, Leute! Ey, ich feier sowas, Mann. Jetzt, wen können wir damit Dokkan retten? Bitte alle! Vegito? Broly? Bitte die anderen auch. Dein Ernst? Okay, es ist anders als alle Dokumente. What? Man kann das nur während der Collaboration machen. Das heißt, farmt alle Medaillen, Freunde. Ey, auch wenn ihr sie nicht zieht, auch wenn ihr nicht sammelt. Farmt einfach alle Medaillen aus diesem Dokument. Jetzt das Banner. Hey Leute! Oh, so aufgeregt! Super Deck Animation, let's go! Oh, mein Bruder! Oh, mein Vater! War deine. Boah, das. Okay, das hat. Oh mein Gott, Freunde, Gohan! Super Saiyan 4 Gohan! Guck mal, die. Wie geil 3D-Anime das ist. Bats, aber im Background geht mir zu wenig. Da hätte ich gern mehr gesehen. Ja, das haben wir auch gesehen. Ja, apropos Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes ist geil, auf jeden Fall. Also, aber ich kann mir vorstellen, dass es halt im asiatischen Raum viel geiler ist, weil du das am Spielautomaten spielst. Aber Dragon Ball Card Warriors, ja, das neue Game für Dragon Ball Z Kakarot, das ist insane, finde ich. Danach bin ich schon süchtig, um ehrlich zu sein. Apropos Dragon Ball Z Kakarot, Freunde, da ist halt erst DLC 2 rausgekommen. Resurrection F. Ich bin mal drauf gespannt. Dragon Ball Z Kakarot will ich eigentlich noch einen Majin Vegeta Part raus und auf jeden Fall. Und danach weiß ich nicht, wie ich. Oh mein Gott, sieht echt aus. Ob ich Kakarot im Stream verbanden werde oder Videos raushauen werde. Ihr könnt mich aber gerne wissen lassen, was ihr sehen wollt. Sorry, jetzt geht's weiter. Time to get a little serious. Aber farm alle Medaillen bitte, Leute. Okay. Ey, so geil. Oh! Super Saiyan Bardock! Was? 140%? Zusätzlich Attack mit 40%, wenn es 4 oder mehr Crossover-Kartui gibt? Was? Die hauen eine Crossover-Kartui raus? Und Angriff sehr effektiv gegen jeden, wenn HP 80% drüber ist. Was? Und macht kritischen Treffer, wenn HP 90% drüber ist? Seht ihr, was übertreiben die? Ja, aber der hat was. Sagt, der hat kein Awakening, oder was? Hör doch auf damit! Ja, Crossover-Kartui, neue Kartui. Okay, das heißt, sowohl Xenoverse-Collabor-Charaktere werden drin sein, Dragon Ball Fusion, Arale und Dragon Ball Heroes. Und der S-Kategorie, ja, Ki 320%. Ey, Mann, wieso kriegt der kein Dokkan Awaken, wie es scheint? Gohan! Attack mit 140, Damage Reduction 40%, wenn er 4 oder mehr Giant A-Power-Kategorie-Charaktere im Team sind. High Chance Gegner zu Sun, bei seinem Angriff, wenn er Super-Deck macht. Okay, das heißt, die Giant A-Power-Kategorie wird auch auf Global hinzugefügt, Freunde, vorerst, aber Super Saiyan 4 Greater wird noch kommen. Ey, aber wieso haben die keinen Dokkan Awaken, Mann? Oder ich hoffe, die kriegen das noch und die zeigen es noch nicht, aber wie sollten sie es nicht zeigen? Jeder Skill Giant A-Power, okay, wir haben so gesehen ein Sub-Lied für die Kategorie schon auf Global, aber das ist jetzt kein 170er-Lieder wie FIFA Greater, der wird noch kommen. Jetzt! Ja, warum haben die keinen Dokkan Awaken, die anderen zwei, Mann? Ich hab keinen Bock auf sowas zu warten, ey. Ich hasse sowas. Gib doch jedem Dokkan Awaken. Wieso nur die zwei? Oh mein Gott, Broly, Leute. Also nach Dokkan Awaken.
Also attackt mit 140%, wenn er eine Super-Attack macht, macht eine Additional Attack, mit einer High-Shots eine Super-Attack wird, wenn es weitere Giant-A-Power-Kartui-Charaktere gibt, die in derselben Runde angreifen. Okay, sehr flach einfach. Oh, der ist 130% Leader nach seinem Dokkan Awaken, okay. Okay, 330. Ich bin halt gespannt, was er mit der Super-Attack macht, ob er noch zusätzlich irgendwas dazu macht, statt nur dieser Passive. Also, kann ich schon vorstellen, dass er, keine Ahnung, für eine Runde Angriff oder so erhält oder was auch immer. Ey, ich heule gerade. Wenn wir Stata Download bekommen, lasse ich alles wissen. Jetzt, Vegito, oh mein Gott. Da habe ich jetzt was sehen, ey. Attack mit 140%. Crossover Katui Verbündete bekommen Key plus 1, Attack mit 20%. Giant A Power Katui Charakter bekommen Key plus 1, Attack mit 20%. Heine Chance gegnerische Angriffe Super Attacks zu dodgen und zu kontern. Ja, Mann! Das ist der erste Video, der Super Attacks dodgen und kontern kann, wie Gogeta. Okay. Okay. Oh, da! Oh, sorry. Oh, ich nehm's zurück. Oh, der ist. Oh, okay. Nur, wirklich nur Crossover-Kartui gibt der Key plus 3. HP Attack und Defense 170%. Ey, die hätten den auch Giant A-Power geben können, Mann. Die hätten den auch Giant A-Power geben können, als Global. Mindestens 150% Leader hat. Ah, Mann, Alter. Meiner Meinung nach hätten die das auf jeden Fall machen können, ey. Ich hätte es so gemacht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich hätte es so gemacht. 150%. Key 350% hätte ich gemacht, damit Goethe halt auch die 170 hat. Boah, Alter, den ist ein. Ah, ja, okay. Oh, ah, guten Morgen. Hallo. Okay. Alles klar. Oh! Was setzt du's? HF? Sag mir nicht, ich hatte einen Dokken, aber Bardock und Gohan nicht. Ja, kakkoi! Der ist auch. Der ist so süß, Mann. Der fühlt das so. Dewa! Jetzt. Die haben ein Awaken und die anderen nicht raus. Die kleinen Penner, Alter. So, nach Dokkan Awaken. Dabura. Attack mit 100%, zusätzlich Additional Attack mit 100%. Und Angriff und Verteidigung ist Angriff gegen Gegner senkt um 20% für 2 Runden, wenn er gegen einen Gegner kämpft. Nehme ich an. Aber der gegen einen nur? Warum? Für Super Battle nicht so. Bekommt zusätzlich Additional Defense 100% und High Chance gegen nicht Angriff zu dodgen, wenn er gegen 2 oder mehr Gegner kämpft. Okay, da haben wir Super Battle Road. Gefällt mir. War doch nicht schlecht. Und jetzt Tor. Attack und 100%, alle Verbündeten bekommen Key plus 3, Attack und 30%! Das ist die neue Tat! Hat eine High Chance Additional Attack 10% für jeden Verbündeten zu geben und eine High Chance Additional Defense für jeden Verbündeten zu geben. Was? Extreme Class Verbündeten Angriff und Verteidigung 50%? Was? Und halt 50%, wenn die HP 50% runter sind, einmalig? Okay, aber der letzte Part ist einmalig, dass die Verbündeten nochmal Attack und Extreme Class Verbündeten nochmal Attack und 50% gibt. Sollte einmalig sein. Und der ist Dragon Ball Heroes Kategorie Leader, Key 3 130% und die ist Key 3 150%. Einfach so, okay. Okay, 150% gefällt mir, aber die hätten ruhig auch 170 reinhauen können. Okay. Ey! Geil! Geil, Alter! Aber wieso haben Bardock und Gohan kein Dokkan Awaken, Mann? Ja! 5 Stones, ein Single Summon! Ja! Hashtag ein Single Summon! Innerhalb der 3 Stunden nach dem Video werden die verteilt, ganz euch. Okay, krass! Ja, wieso habt ihr einfach Gohan und Bardock nicht ein Dokkan Awaken gegeben, Mann? Also jetzt, weiß nicht, aber ich denke nicht, dass wir auch noch eins bekommen werden im Data Download oder so. Also falls ihr Fragen habt und dann fort, könnt ihr das alles hier reinposten oder halt was loswerden wollt. Aber ey, die Dokkan-Nachfolge war gut. Wir wurden vorab nicht gespoilt durch einen Data-Download, aber leider durch diese Copyright-Claims. Aber trotzdem hat mir das gefallen. Hau rein, Mann, das hat mir gefallen. Das war gut. Hey, Marboy. Hau rein, hau rein. Freunde, okay, Heavy. Mir hat das echt gefallen.
Mir hat das wirklich gefallen. Auch die Charaktere, die Infos und Details zu denen. Ihr habt sie auf dem Stream gehabt, ich habe die Timestamps gesetzt. Schaut es euch in aller Ruhe an. Aber wieso, Mann? Ich hätte Vegito noch einen weiteren Leader-Skill gegeben, definitiv. Und wir wissen aber nicht die Super-Deck-Buffs von den Charakteren. Vegito hätte ich einen weiteren Essay gegeben. Leader-Skill definitiv. Und Gohan und Bardock hätte ich auf jeden Fall einen Dokken-Ring bekommen. Alle bekommen einen Dokken-Ring, außer die beiden, das kannst du mich verzählen. Es sei denn, ja, es sei denn, sie bekommen doch eins, Freunde. Also, ich hoffe es, aber ich weiß nicht. Jedenfalls, falls ihr Infos dazu bekommt, Data Download, lasse ich es euch auf jeden Fall so schnell wie möglich wissen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich freue mich, ich kann nicht reden, aber wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.